dropping bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Get in the flow. Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Und zwar werde ich heute in diesem Video etwas über den Dune Loader reden, Leute. Und zwar ist dieser Dune Loader ein Fahrzeug in GTA 5, das wir nicht kaufen können, sondern das spawnt einfach so auf der Straße. Das heißt, man muss es suchen und da man das Fahrzeug nicht kaufen kann, kennen dieses Fahrzeug auch sehr viele Leute nicht. Und ich wollte einfach mal über dieses Fahrzeug berichten und euch da was erzählen. Ich wollte euch zeigen, was das in Real Life für ein Fahrzeug ist, woher das eigentlich stammt. Um was die Spezifikationen von diesem Fahrzeug sind, also für was dieses Fahrzeug eigentlich erstellt wurde. Und ja, dann würde ich eigentlich sagen, wir starten mit dem Video. Aber Leute, mich würde es freuen, wenn wir die 500 Likes auf diesem Video schaffen würden. Würde mich riesig freuen, Leute. Aber wie gesagt, starten wir einfach mal mit dem Video. Ich komme als allererstes mal dazu, was das überhaupt für ein Fahrzeug ist. Und zwar, Leute, der Dune Loader ist einfach ganz normales Transportfahrzeug gewesen, beziehungsweise in GTA ist es noch ein Transportfahrzeug. Und das Ganze ist in mehreren Schnitten des neuen Trailers, beziehungsweise in Leaks, hat man auf jeden Fall diesen Dune Loader hier gesehen gehabt. Und zwar, als allererstes haben wir diesen Dune Loader bei diesem einen Screenshot gesehen, der als erstes für uns geleakt wurde, wo man auch den Airbase-Bunker gesehen hat. Und im Hintergrund sehen wir einfach einen Dune Loader, der 4 Geschütze auf jeden Fall dran hat und das sind auf jeden Fall Flugabwehrgeschütze. Und ja, was sehen wir hier noch? Hier sind auf jeden Fall Kettenräder sind hier noch drauf und hinten ist einfach alles zugemacht. Es könnte jetzt natürlich sein, dass unser Kollege oder wir selber oben auf das Geschütz gehen und uns dort irgendwo hinsetzen oder dass wir das Ganze natürlich vom Innenraum aus bedienen und alles halt vom Innenraum aus bedienen und das heißt, wir können halt keinen Schaden von draußen erleiden. Danach haben wir dieses Fahrzeug noch einmal bei dem Screenshot gesehen, wo wir den MOC auch gesehen haben, das allererste Mal und dort sehen wir den Dune Loader ganz hinten, Leute, so ganz leicht und dort kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, dass das der Fahrerraum ist auf jeden Fall gepanzert, das heißt, wir werden wahrscheinlich keine Schüsse abbekommen können, das heißt, wir können nicht sterben. Und es sieht so ein bisschen aus wie beim Kuruma, die Scheiben. Das heißt, es wird einfach keinen Explosivschaden aushalten, aber es wird auf jeden Fall so Schüsse aushalten, wie zum Beispiel von Helikoptern oder sonstigen. Und außerdem sehe ich hier, dass diese Variation, ich glaube mal, also so wie ich das jetzt hier bei diesem zweiten Screenshot hier sehe, sieht es für mich so aus, als ob der Dune Loader hier eine ganz normale Räder hat. Und im anderen Screenshot haben wir ja gesehen, dass es auf jeden Fall einen Kettenantrieb hatte. Außerdem sehen wir diesen Dune Loader noch einmal in dem Trailer, was Rockstar Games uns geleakt hatte, beziehungsweise veröffentlicht hat. Und dort sehen wir den ganz schön, beziehungsweise, ja, der ist auf jeden Fall ganz schön im Bunker, chillt dort sein Leben. Aber natürlich ist der ganze Fokus nicht auf den Dune Loader gemacht, damit wir natürlich ein bisschen mehr Spannung in dieses ganze Trailer-Dingsbums da kriegen. Und dort sehen wir wieder das Geschütz, also das Anti-Flugabwehr-Geschütz da. Und dort können wir natürlich wieder sehen, dass es wieder hier ein doppelläufiges Geschütz ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein doppelläufiges Geschütz. Das heißt für mich, Leute, dass wir diesen Dune Loader in mehreren Variationen kaufen können. Natürlich gibt es auch noch Variationen, wo was komplett anderes drauf ist und zum Beispiel bei dem Screenshot hier, dort können wir den Dune Buggy, den Flak-Anhänger sehen und natürlich sehen wir dort wieder so ein Flugabwehrgeschütz auf dem Dune Loader, Leute, und dieses Mal können wir natürlich den Dune Loader ein bisschen besser erkennen. Wir sehen hinten, dass auf jeden Fall dort so zwei Tanks sind, wo man vielleicht Benzin lagern kann. Dann sehen wir hier sehr schön die Kettenräder. Dann sehen wir hier, dass wir auf jeden Fall dieses eine Geschütz haben, also das Flugabwehrgeschütz. Und jetzt können wir sehen, Leute, dass dort auf jeden Fall auch ein Zielvisier ist. Und jetzt denke ich, dass man sich draußen hinhocken muss an diesen, ja, an diesem Dune Loader hier. Das heißt, man kann das Ganze nicht von drin bedienen. Und es hat wieder einfach 4 Läufe. Und später in einem anderen Abschnitt des Trailers können wir auch sehen, dass wir an so einem Flak sitzen und schießen, Leute. Natürlich ist es so ein Flak-Anhänger, also Flugabwehrgeschütz-Anhänger. Aber dennoch, Leute, sitzt ein GTA-Spieler da dran und schießt gerade diese Buzzards hier ab. Also ich denke mal, dass das genauso aussehen wird, nur dass der Dune Loader halt selber fahren kann und dass der halt etwas teurer ist.
Und dann haben wir noch in diesem Abschnitt hier, wo wir den MOC zuerst präsentiert bekommen, wie der Dune Buggy zum Beispiel da reinfährt, sehen wir hier einen Screenshot bzw. einen Ausschnitt von dem Trailer. Und zwar sehen wir den Dune Loader von hinten und es sieht schon mal so richtig schön aus. Hier ist natürlich eine andere Tarnung drauf, aber wir können hier sehr gut diese Kettenräder erkennen und es sieht natürlich wie beim Panzer aus, also richtig stabil und schön gemacht. Kommen wir zu dem Punkt, Leute, was das Fahrzeug eigentlich in Real Life ist. Und zwar ist es ein M16 Halbkettenfahrzeug, Leute, im amerikanischen Raum natürlich auch M16 Multiple Gun Motor Carriage genannt. Und dieses Fahrzeug wurde im Zweiten Weltkrieg und im Koreanischen Krieg benutzt. Und Fahrzeug wurde zwischen 1943 und 1953 benutzt. Danach wurde das Ganze eingestellt und die Fahrzeuge wurden zum Teil verschrottet. Das Fahrzeug war in Real Life 6,5 Meter lang, Leute, und es war 2,5 Meter hoch. Und es wog ca. 10 Tonnen, Leute, also richtig heftig. Also so ein 10-Tonnen-Ding war das. Und am Anfang haben sie dieses Fahrzeug hier ohne Kettenantrieb gehabt und da haben sie schnell gemerkt, im Schlamm ist es gar nicht gut, weil das Fahrzeug wird schnell in den Schlamm sinken, weil einfach der Kettenantrieb nicht da ist und das Ding wiegt natürlich 10 Tonnen und wenn mal ein bisschen Matsch ist, dann sickt das Fahrzeug auf jeden Fall in den Matsch rein und deswegen haben sie sich auf jeden Fall für die Kettenräder entschieden hinten und es hat natürlich auch im Weltkrieg das auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall weitergeholfen. Und die Bewaffnung sah so aus, Leute, dass man einen 12,7 mm Flak-Vierling, nennt man diese Geschütze, die oben drauf sind, benutzt hat und das sind so circa Kaliber 50 Geschosse, die man dann damit geschossen hat, also das ist natürlich ein richtig gutes, die Wucht ist natürlich auf jeden Fall richtig stabil da drin und glaub mir, das hat auf jeden Fall sehr viel Schaden angerichtet und man konnte das natürlich in, einfach auf Anhänger draufladen, diese Geschütze, also es hatte viele Nutzungsarten, wisst ihr, wie ich meine? Und man konnte das im Winter benutzen, im Sommer benutzen, es war auf jeden Fall alles kein Problem. Diese Gewehre wurden auch nicht schnell überhitzt und so und die waren sehr gut und effektiv im Krieg. Irgendwann wurde dieses Fahrzeug aber dann auch wieder verschrottet, sage ich jetzt mal, beziehungsweise es wurde nicht mehr benutzt, da ein neues Modell rauskam und zwar die T-14. Und deswegen hat man einfach diesen Flakpanzer M16 haben sie dann einfach eingestellt und deswegen wurde das nicht mehr produziert beziehungsweise nicht mehr von irgendwelchen militärischen Organisationen genutzt. Und es war auf jeden Fall ein sehr effektives Fahrzeug, wie ich aus Berichten gelesen habe. Das hat auf jeden Fall sehr viel weitergeholfen. Man konnte damit in Schnee fahren, in Matsch fahren, in was weiß ich, also man konnte überall damit fahren, das war auf jeden Fall sehr gut und die Geschütze, die oben drauf waren, waren natürlich sehr effektiv und sehr gut zu gebrauchen. Und ja, Leute, im Grunde war es eigentlich auch schon hier zu diesem Video. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr zum Dune Loader erfahren und was das für ein Fahrzeug wird. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall weiterhelfen. Mich würde es jetzt riesig freuen, wenn ihr mir ein Like da lassen würdet. Und falls ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Und dann würde ich eigentlich schon mal sagen, Leute, haut rein, geht mit dem Flow, euer Frips. Ciao.